Hallo und herzlich willkommen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Osterevent auf Crafters Paradise. Das Osterevent läuft schon seit gestern und bis zum 11.04. Es gibt Eier, die ihr sammeln könnt und ihr kommt zur Ostermat, indem ihr über das Dashboard geht. Die Chancen liegen zwischen 1 zu 555 bis 1 zu 20. Es gibt Items, die kommen häufiger vor und es gibt Items, die kommen weniger häufig vor. Und wenn ein seltenes Item oder dergleichen gedroppt wird, dann steht das auch im Chat. Das können dann also auch die anderen sehen. Goldene Ostereier können überall zufällig auf der Ostermap auftauchen und auch ein Miners Depot kann aus den Ostereiern kommen. Ansonsten sind die Items und die Mechaniken identisch zu den Sachen wie letztes Jahr. Und ich war schon einmal ganz kurz im Osterevent, um mir das anzuschauen, bevor ich dieses Video starte. Deswegen, wenn wir hier zu mir in die Leiste schauen, dann sehen wir, dass wir schon einige Ostereier haben. Und es zeigt auch so ein bisschen die Häufigkeit an. Also wir haben Finns Osterei, Freddys Osterei, Nils Osterei, Julians Osterei. Ihr habt Claimblöcke bekommen, Neles Ostereier und Laras Ostereier. Und Laras Ostereier sind klar vorne und Julians Ostereier waren am seltensten. Im Chat sehen wir, wie viele neue Eier gespawnt sind, nämlich hier 2, 2 und 3. Und das kommt gar nicht mal so häufig vor. Das heißt, man muss schon ein bisschen suchen, um die Eier zu finden. Wir kommen im Chat über /D in das Dashboard, gehen hier auf Teleportation und dann hier zum Osterevent. Kleiner Tipp, zieht euch Lederstiefel an, es sei denn, ihr wollt wieder mal nach unten in den Keller durch Pulverschnee fallen. Ich habe das nicht vor. Zumindest komme ich dann wieder nicht raus, weil ich den Ausgang nicht finde. Also ich finde den eigentlich nie. Deswegen habe ich mir angewöhnt, Lederstiefel anzuziehen. So, wenn wir hier durchlaufen, befinden sich immer irgendwo Ostereier, das ist keins, das ist auch keins, auch schon getestet. Und dann müssen wir suchen. Und die sind gar nicht mal so häufig. Ob die Häufigkeit steigt, wenn wir mehr Spieler gleichzeitig auf dem Server sind, weiß ich nicht. Hier ist eins und schwupps, das war ein helles Ostereier. Einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und dann wünsche ich euch schon mal hier viel Spaß beim Suchen. Und jetzt schauen wir uns dann gleich noch an, wo wir die einlösen können. Dann geht ihr in den Chat, /Marktplatz, kommt wie immer hier raus, geht durch das Tor, über die Brücke. Und übrigens, hier sind auch noch Shops, falls ihr also noch selber einen Shop aufmachen möchtet. Dann ist jetzt eine hervorragende Möglichkeit, hier auf der Seite einen Shop aufzumachen, denn die Leute werden immer häufiger hierher laufen. Und diese Shops sind noch unbelegt. So, ihr geht dann jedenfalls in dieses Haus hinein, geradeaus, und da sind ein paar euch beobachtende Osterhasis, mit denen ihr die Ostereier eintauschen könnt, und zwar in Shopdächer, Kisten mit Obst, euer Werkzeug, Schwert, Bücherkiste, also Dekokisten, nochmal Shopdächer, Aufbewahrungskiste, kleine Aufbewahrungsbox und eine schwarze Registrierkasse. Und ihr könnt noch Apfel- oder Obstkisten und sonstige Kisten kaufen. Und mit diesem tollen Event erlässt euch der Osterhasi